Dann kennen die aber hier in Köln die bunte Liga noch nicht, oder? Hier spielen nämlich Vereine wie Fellazio Rom, ja? Oder Hinter Mailand. Ja? Juventus Urin, die sind alle hier. Wir haben uns noch ein paar mehr ausgedacht heute. Wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und gesagt, wie könnte ein schwuler Fußballverein heißen? Wir haben eine ganze Liste aufgeschrieben hier. Wie gefällt Ihnen das? Borussia Dortmund. Es kommt einer für euch. Eintracht Braunschweig. So, Lokomotive Leipzig. Gut, ne? Hertha CSD. Naja. Bayer Leverkusen. Naja. Borussia Mönchengladbach. Gefällt mir persönlich sehr gut. Auch hier der, kurz und knackig, Armin Bielefeld. Von seinem Armin. Ich glaube, Armin Bielefeld. Armin Bielefeld, komm, da kriegen noch da kriegen sie noch Eintracht Frank hinterher. So, den hätten wir auch hier. Wie wär's mit Eier Uerdingen? Oder wie gefällt Ihnen Erzgebirge? Hannover 96 kann so bleiben, oder? Finde ich. Wo war ich denn stehen? Ach so, jetzt kommt's. Erzgebirge Auer. So, was haben wir noch? Energie Cottbus. Ja. Darmstadt 98 kann auch bleiben. Kann man sich die 98 eigentlich sparen, oder? So, was haben wir noch? Nee, das kann ich nicht sagen hier im Vorausstellung. Nee, das. Nee, nee, nee. Stuttgarter Fickers ist keine. Zenit St. Petersburg. Ja, okay. Atletico Madrid. Tottenham Hotspurs. Ja. Komm, dann kriegen Sie Schwanzer Postock, kriegen Sie auch noch. Aber der lustigste Name ist immer noch erster FC Köln. Oder? Ja. 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 Ah, Benfica Lissabon habe ich vergessen. Mein Gott, ey. Wem fällt sowas ein? Manchester United, habe ich das schon gesagt? Ich könnte den ganzen Tag weitermachen. Yeah, es geht um Zerstören. Also, Elton sagt sich, was will der Chef nur von mir? Und Stefan sieht, dass er wohl den Daimler gekillt hat. Nein, Elton fährt auch weiter. Und der bedankt sich bei Stefan und gibt ihm gleich einen auf die Vorderachse. Und die Vorderachse ja gezeichnet. Jetzt auch vorn rechts. Und Elton auf der Seite und auf dem Dach.